Hallo liebe Freunde, ich grüße euch von Outcast The New Beginning, was Mitte März erscheinen soll. Haben wir jetzt die Demo auf Steam erhältlich und die wollten wir uns einfach mal anschauen hier, hatte ich so gedacht. Genau, schauen wir mal rein. An Sound müssen wir dann nochmal gucken, ob das zu laut ist. Exploration Combat Story. Zurück, rechte Maustaste. Musik muss runter. So, Exploration. Erkunde in dieser Open World Demo Adelpha. Bewege dich auf fast der gesamten Karte frei umher. Setze deinen Jetpack sowie deine Gleit- und Sprintfähigkeiten ein. Schließe Nebenaktivitäten ab. Wehre Gefahren aus der Tierwelt und von den Robotern ab oder genieße die wunderschöne Landschaft in Adelpha. Diese Demo ist auf 20 Minuten Gameplay beschränkt und du kannst weder mit talanischen NPCs interagieren noch nach Quests in Dörfern abschließen. Jeder Abschnitt der Demo kann zweimal durchgespielt werden. Normal. Controller könnten wir eigentlich mal testen. Willkommen auf Adelpha. Du hast Controller-Tastaturbelegung. Drücke P, um aufs Menü zu greifen. Ja, halte A, um fortzufahren. Du kannst mit LBRW durch die Luft gleiten. Gleite abwärts, an dem Tempo zu gewinnen. In der Luft zu bleiben. Am Boden kannst du LB und RB deinen Jet Sprint einsetzen. Oh, aussehen tut das schon mal gar nicht so schlecht. Bis auf da unten, dass keine Grastexturen zu sehen sind in der Distanz, obwohl wir alles hochgedreht haben. Ist ein bisschen blöd. Finde ich schade. Lass mal alles laden lassen hier. So. Wow! Schön die Balance halten, Slate! 20 Minuten begrenzt, aber wir haben hier keinen Timer, wie es aussieht. Sondern da unten die Menütaste. Gucken. Springen. Zurück. Knarre. Wir haben zwei verschiedene Waffen. Wenn ich das halte, packt er so weg. Und nachher mit Angriff. Okay, gucken wir mal. Ein Schild? Okay. Wertgegenstände sind Objekte, die du für eine ansehnliche Summe Zorkins, ist hier die Währung, okay, an Händler verkaufen kannst. Na, tschüss. Bild. Ja, mal testen. Na los, trefft ihr? Na los, ihr seid aber schlechte Schützen. Jetzt. Haben wir Schildenergie irgendwo? Ja, da oben, blau, links, neben dem Health-Kreuz. Oh, mit Steuer. Zielen, ey. Ewig nicht gemacht. Doppelsprung geht auch. Perfekt. Was sammeln wir denn da ein? Nanozellen. Auch auf 20 Minuten begrenzt. Mal klettern. Vielleicht mal testen, ob er sich festhält am Rand. Nee, automatisch jedenfalls nicht.
nicht kurz drücke. Lang drücken macht er etwas höher und bleibt auch dran. Okay. Andere Projektile. Ah, okay. Läuft bisher ganz gut eigentlich. Was haben wir hier unten? Stärkeres Aura-Booter. Irgendeine Pflanze, die heilt uns wahrscheinlich. Das Grüne ist Energie. Okay. Diese Pflanze hat uns geheilt. Fässer, explodieren die? In dem Fall wohl nicht. Loot, wir lieben Loot. Nanozellen. Immer mein Nvidia Overlay anmachen, wie das hier so ausgelastet ist. Ah, ich krieg keine. Also GPU ist gut ausgelastet, CPU hat nur Luft, das ist gut fürs Streamen. Weil meine CPU nicht mehr die jüngste ist. Und OBS natürlich dann nochmal ordentlich drauf qualmt. Zerstöre Gestein mit einem Nahkampfangriff. Ah, wo ist unser Inventar? Hier haben wir eine Map. Im Moment. Ich weiß nicht, wie das später dann mal sein soll. Das ist Cataslate. Quest voran. Module, ich will mal gucken, wir haben ja nur 20 Minuten. Gucken, was dann passiert. Dann wird wahrscheinlich, wenn man ins Hauptmenü zurückkatapultiert. Multischüsse, explosive Ladung. Erhöht den Schaden stufenweise. Schadensverstärker, Feuerratenverstärker. Kühler, verbessert das Kühlsystem deiner Waffe. Das sind Module, aber. Die andere Knifte. Die hat hier unten ihre Hitzeschuss. Ah, wie schalten wir denn zwischen den Hitzeschuss? Verstärker. Okay. Verbrauchsgüter. Helium. Boah, ich hab Bock auf das Game. Stärkeres Aura, die Maximalgesundheit erheblich erhöht. Gewährt dir 2 extra Lebensanzeigen. Müssen wir gleich mal testen. Kriegen wir bestimmt zum Balken extra. Eluitrank aus dem Wasser. Pandazma, was das heilende Wirkung hat. 50 Lebenspunkte. Was haben wir hier noch? Jetpack, drücke A. Energiebatterie speichert eine zusätzliche Energieladung für den Jetpack. Das ist das Blaue. Jetsprint. Ah, okay, müssen wir mal testen, über den Boden zu geleiten. Cutter kann in der Luft ausweichen. Wie heißen Cutter, ne? In der Luft, um frei zu geleiten, müssen wir auch nochmal testen. Nochmal eine Batterie. Drücke linken Stick in der Luft und halte A gedrückt, um den Fall mit Hilfe der Schwerkraft zu verlangsamen. Okay, kannst du noch leveln? Okay, dann haben wir ein Glossar, einen Index quasi hier alles. Wir sind Cataslate. Commander Cataslate wurde in den 60ern in San Francisco geboren. Wir lesen jetzt mal nicht. Wir werden uns mal ein bisschen rumlaufen hier. Gucken, wenn das jetzt hier eh begrenzt ist. Von diesen Pflanzen kann ich nicht genug kriegen. Und die sehen geht auch. Oh, ein ganzes Rudel. Oh, ich kann auch aus der Hüfte schießen. Was macht man aus den ganzen Partikeln dann, ey? Fleisch?
Gamorfleisch. Er will starten? Das funktioniert nicht, über den Boden zu gleiten. Oh, schießt irgendwas. Alter, nette Viecher. Ein Shitstorm. Okay, Bestie. Leg dich nicht mit mir an. Holy shit. Habe ich gerade nicht. Optisch gefällt es mir bisher echt gut. Sorry mit dem Zielen, Alter. Ich bin kein Controller-Spieler bei Shootern. Controller nutze ich eigentlich immer nur bei Souls-like. Oh, ist noch einer. Okay, wir können auch. Jetzt hat er es gemacht, irgendwie. Oh, eine Creature. Könnte man die Musik mal etwas lauter machen, ne? Kommen wir zur Einstellung. Was machen wir mit dem ganzen Scheiß? Inventar. Ressourcen. Nanozellen. Mit diesen Zellen können die Offensivfähigkeiten von Druiden und Waffen auf nahezu unbegrenzte Art und Weise verbessert werden. Und wie macht man das? Kern. Pistole. Ach, das ist unsere Ausrüstung. Schild, Jetpack, Comlink. Alles. Verbrauchsgüter. Das ist Munition. Rotes Heledium. Ah. Und das Grüne. Munition für bestimmte Schusswaffen. Müssen wir das erst herstellen oder? Ja, jetzt haben wir zwei Energiebalken mehr da oben. Ich würde den Trank mal testen. Das ist ein Scan hier, wie es aussieht. Steuerkreuz runter, ja. Das gefällt mir. Batterie alle. Das ist geil gemacht, auf jeden Fall, Alter. Die musst du mit Nahkampf anziehen. Oh, hier ist noch so viel. Alter, seid ihr wieder gespawnt? Nee, das ist ein Rudel, das zieht um mehr. Was sind jetzt alle? Ich würde noch ein bisschen mehr reisen hier. Oh, ich könnte mich jetzt schon wieder stundenlang beschäftigen hier. Ich liebe ja solche Spiele, ne? Wir haben hier grüne Munition. Das ist, ja, das ist auch wieder voll. Und für die andere Knifte ist auch wieder voll. Das ist die roten Kristalle. Verstanden. Ich würde ja mal gerne höher hinaus. Was ist das da oben? Das sieht man nicht. Doch hier. Ein Gorg-Ausbruch. Eliminiere alle Kreaturen und beseitige den Gorg-Ausbruch. Eliminiere. Mal gucken wir doch mal hoch, ob wir das hinkriegen.
keine Batterie mehr. Fallschaden haben wir jetzt nicht wirklich genommen. Hier ist ein Ei. Ein Vogelei, was macht man damit? Das ist Ressourcen, okay, Ressourcen. Sie ist bestimmt wertvoll. Keine Ahnung. Mega, Leute. Muss mich natürlich an die Steuerung gewöhnen und eine Batterie saugen alle. Aber sie geht automatisch wieder ein. Ich muss nicht zünden und wieder neu zünden. Wenn wieder so ein Balken da ist. Jetzt lädt er sich auf. Oh, was so? Riecht ja schlimmer als mein Vater. Das fehlt mir, warte mal. Ich bin absolut kein Controller-Schütze mehr. Ammo kriegen wir also genug bisher. Krackens! So, sind das wir? Ist, bis zu einer gewissen Distanz kommt das Loot auch zu dir. Ja, wie läuft das jetzt hier? Bricht. Ah, Nahkampfangriff ein, okay. Verstehe. Mega. Ist ja genau mein Ding, Leute, ne? Hat man noch eins hier irgendwo? Störe die Kraketbaue. Eliminiere die verborgenen 8 von 8. Zerstöre die Kraketbaue. Das ist das Ding jetzt, oder was? Irgendwo kommen die noch her. Ich weiß noch nicht wo. Das Ding. Oder hier oben sind noch rote Punkte. Ist hier noch was? Ah, nur Folie. Okay. Kannst halt mit dem Jetpack schon viel machen, ne? Ja, ich wollte euch gerne mehr zeigen, aber wenn das begrenzt ist, ich würde ein paar Folgen machen. Wie geht das jetzt hier? Die Kraketbau, da sind hier noch so zwei lila, ne? Das Ding haben wir zerstört, ne? Ah, nee. Musst du richtig kaputt machen. Okay. Waren die zwei? Ist das eine hier auch noch da? Ja. Funktioniert bisher echt gut. So, jetzt haben wir das Ding und können hiermit interagieren. 20 Minuten müssen noch gleich rum. Keine Ahnung, was das ist, aber es sieht nützlich aus.
1 von 2, Milea-Kraft. Das Beseitigen des Gork-Ausbruchs hat dir Milea-Kraft verliehen. Drücke LT und RT, wenn die Milea-Anzeige voll ist, um alle Feinde um dich herum für kurze Zeit einfrieren zu lassen. Okay. Aha. Fühlt sich langsam mit der Zeit. Ach, das ist die da oben. Jetzt haben wir eine neue Anzeige oben links. Das ist mega, Alter. Ich hab so Bock drauf. Mal gucken, wie lange es geht hier, die Demo. Ob wir eine halbe Stunde voll kriegen mit der Folge, wie immer. Zählt die Batteriespannung? Ein Balken? Jetzt weiß ich auch nicht, jetzt sind wir irgendwie abgestürzt. Aber was macht man mit den ganzen Kram? Das würde ich gerne mal wissen, ey. Ein geheimnisvolles Mausoleum. So, Klettern wird hier scheinbar durch Springen gelöst. Gewisse Höhen. Scannen. Finde einen Weg. Ah, in den Schrein. Okay. Hier unten, wa? Nee. Mega, Alter. Das macht so Spaß. Ist ja leider nur ein Singleplay-Game, Leute. Ein Story. RPG-mäßig. Mal da rein. Wie öffnet sich hier oben was? Scannen. Zeigt uns hier was an? Hier unten ist noch mal irgendwas. Aber das ist nur ein Item, oder? Ja. Wie kommen wir in diesen Schrein? Wow. Da hinten haben wir schon mal Schneeberge. Wir gehen mal da. Wir wollen uns ein bisschen umgucken, wenn wir wirklich die begrenzte Zeit haben. Geh mir nicht auf den Sack, Vogel. Sie haben mich das gesehen. Ist jetzt dieses Gleiten. Das hat jetzt irgendwie automatisch gestartet. Das sind so eine Art Drohnen hier. Aber ich habe das Gefühl, hier ist eine kleine Zielhilfe mit drin. Aim assist. Eine Waffe hier macht Damage. Abzähl. Kann man hier reingehen? Nee, ne? Manche Sachen vielleicht? Nee. Nur ein Wachturm. War jetzt der Sprit alle. Ich wollte eigentlich ganz hoch. Die Batterie alle. Scheiße. Also es lädt sich echt erst wieder auf, wenn du stehst mit deinen Füßen. Sonst nicht. Wow. Also aussehen tut's echt gut, ey. Kann man mit antreten 2024. Bis auf die Distanz, aber wir haben alles hochgeschraubt eigentlich. Die Qualität haben. Hier noch irgendwas mit Sichtmodus oder Entferne? Barrierefreiheit? Achso, das ist was anderes. Ist alles auf Ultra. Aber keine Balken für wie weit?
Nö. Vielleicht kommt das noch. Oh. Ich weiß nicht, ob das dann mehrere Planeten gibt. Das muss ich mich selber noch ein bisschen schlau machen. Gucken wir uns mal das Wasser an da unten. Dann sind wir schon wieder fast durch mit der heutigen Folge hier, Leute. Ich will mal gucken, eigentlich müssten die 20 Minuten Gameplay schon rum sein. Verstehe nicht, dass es immer noch läuft, aber warum nicht? Umso besser. Vielleicht zählt das auch nur für die Session. Dann kommen wir. Vielleicht dürfen wir die dann nicht wiederholen, wenn du einmal jetzt wieder rausgehst. Ich habe keine Ahnung. So, hier behält sich diese eine Batteriebalken. Jetzt haben wir einen Crash. Oder? Ja, jetzt brich mal ab. Ich will jetzt Waffe nehmen. Schießen. Geht das nicht? Doch. Mich anvisiert. Granaten, Alter. Also optisch perfekt, Alter. Zeitgemäß. Wir brauchen Energie. Ach, jetzt ist die Zeit vorbei. Na gut, Leute. Und wie hat es euch gefallen? War's gut? Ich gucke mal, dass wir noch eine Folge machen mit diesen anderen zwei Modis, was da noch war. Vielleicht können wir irgendwie noch mal ein bisschen was rausmogeln. Wenn ja, werdet ihr auf jeden Fall noch ein paar mögliche Demo-Folgen sehen. Bis dahin, euer Master.